Herr Dr. Vollert, wie häufig ist Brustkrebs? Derzeit erkranken in Deutschland oder weltweit jede achte Frau an einem Mammakarzinom. Das bedeutet in Deutschland 70.000 Frauen im Jahr und ungefähr 17.000 versterben. Wir haben ungefähr 6.500 Patientinnen, die Vorstufen des Mammakarzinoms aufweisen. Ganz wichtig, Männer können auch an einem Mammakarzinom erkranken. Dass das Mammakarzinom relativ selten vor dem 40. Lebensjahr auftritt, ist so. Zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr gibt es einen hohen Peak, das heißt, da ist die Inzidenz am häufigsten und nach dem 70. Lebensjahr lässt es dann wieder ab. Das Mammakarzinom ist die häufigste Krebsursache bei der Frau, aber die seltenste Sterbeursache für die an Karzinom erkrankten Patientinnen. Angenommen, ich habe einen Knoten an meiner Brust ertastet. Was kann ich, was sollte ich jetzt tun? Ein Knoten ist eine der verschiedenen Symptome eines Mammakarzinoms, muss nicht immer was Böses sein. Ich möchte noch auf andere Veränderungen eingehen, die im Bereich der Brustdrüse erkennen oder entstehen können. Sie sagten schon, das eine ist der Knoten der Brust, das andere ist die Veränderung der Brustwarze. Wenn eine Brustwarze zum Beispiel in eine andere Richtung plötzlich schaut oder eingezogen ist oder etwas Flüssigkeit oder Blutabsonderung zeigt, ist etwas Wichtiges, auf was man achten sollte. Die Änderung der Brustgröße oder Form spielt auch eine große Rolle. Ein Knoten in der Brust ist nicht immer etwas Schlimmes. Es gibt viele gutartige Veränderungen, speziell in jungen Jahren, die zyklusabhängig durch die hormonelle Aktivität des Brustdrüsengewebes auftreten können. Auf jeden Fall sollte dieser Knoten, nenne ich mal, kontrolliert werden durch einen Fachmann. Hier kann man erst eine Tastuntersuchung machen. Auf jeden Fall sollte man eine Mammographie durchführen, wenn diese nicht innerhalb der letzten 2 Jahre durchgeführt wurde, und eine Ultraschalluntersuchung zusammen mit der klinischen Untersuchung und Anamneseerhebung der Patientin. Wie wird denn dann getestet, ob es sich um Brustkrebs handelt? Wenn der tastbare Knoten auffällig erscheint, gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier auch eine Diagnose zu gewinnen. Man kann hier eine Probe entnehmen, in der Regel nennen wir das eine Stanzbiopsie. Man macht eine Stanze, man gewinnt etwas Gewebe und kann das dann zu unseren Pathologen, die bei uns im Hause sitzen, einschicken, damit sie hier die Charaktereigenschaften dieses Gewebes untersuchen. Bei dieser Charaktereigenschaft können Sie uns bei uns 48 Stunden später genau sagen, handelt es sich um was Bösartiges. Und ganz wichtig für die dann notwendige Behandlung ist, was für Charaktereigenschaften, nenne ich es immer, diese bösartigen Zellen haben. Sind sie empfindlich auf Hormone? Sind sie empfindlich auf irgendwelche Wachstumsfaktoren? Wie schnell wächst dieses Karzinom? Oder wie aggressiv ist es? Und wie wird Brustkrebs behandelt? Gibt es neue Erkenntnisse? Die Behandlung des Mammakarzinoms ruht auf mindestens 3 Säulen, die wir an unserem Brustzentrum, welches 2006 zum ersten Mal zertifiziert wurde, anwenden können. Die eine Säule ist oder sind die Medikamente. Die zweite Säule ist die operative Intervention und die dritte ist die Bestrahlung. Zu den Medikamenten möchte ich sagen, dass seit über 5 Jahren es einen Paradigmenwechsel gab. Das heißt, dass man jetzt vor der operativen Intervention mit Medikamenten behandelt. Wir wissen dann ganz genau, auch nach molekulardiagnostischen Untersuchungen, ob dieses Karzinom auf und welche Medikamente anspricht. Es ist eine individualisierte Medizin. Das heißt, wir können für jede Patientin genau die Therapie gerecht zuschneiden, um dann zu gucken, unter der Therapie, die wir gemeinsam mit den Hämato-Onkologen durchführen, ob dieses Karzinom auch kleiner wird unter der Therapie. Wenn wir den Erfolg sehen, dass dieses Karzinom, was vielleicht primär 1,5 Zentimeter groß war, jetzt unter der Chemotherapie im Ultraschall kleiner wird, sodass wir es fast gar nicht mehr erkennen können und aus diesem Grund vielleicht Clip markieren müssen, ist das natürlich für die Patientin ein sehr gutes Zeichen, dass doch diese Therapie, die mit zum Teil Nebenwirkungen einhergeht, schon einen Sinn macht
und den Knoten deutlich verringert und idealerweise so vernarben lässt, dass wir im Anschluss dann, wenn wir bestimmte Therapien anwenden konnten, nicht mehr nachweisbar ist. Nach der medikamentösen Therapie kommt die operative Therapie. Hier wird sehr großen Wert gelegt auf eine brusterhaltende Therapie. Sprich, wir versuchen so viel wie nötig, so wenig wie möglich Gewebe aus der Brustdrüse zu entfernen, um das schöne kosmetische Ergebnis nicht zu zerstören. Weil wir sind nicht besser als das Original. Die originale Brustdrüse ist immer noch schöner als die, die wir aufbauen können. Wenn wir jetzt diesen Knoten oder dieses Narbengewebe mit einem gesunden Gewebsmantel, ich zeig's mal am Apfel, komplett entfernt haben, sodass nichts mehr übrig bleibt, dann können wir sagen, haben wir das erreicht, was wir wollten, und der Rest der Brustdrüse oder das, was übrig bleibt von der Brust, muss noch bestrahlt werden. Bei Befall der Lymphknoten, die in gleicher Sitzung auch noch mit speziellen Techniken minimal invasiv oder minimal aggressiv, wir versuchen nur einen Lymphknoten zu entfernen, bewertet wurde, können wir dann sagen, muss eine Bestrahlung auch der Lymphabflusswege erfolgen oder nicht. Im Anschluss dann, wenn das Karzinom bestimmte Charaktereigenschaften wie Hormonrezeptorpositivität mit sich bringt, können wir dann über einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren noch eine Antihormontherapie, das ist in Form von einer Tablette am Tage, durchführen, um für die Patientin die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.